Hallo Leute und willkommen zurück. Es ist wieder was ganz Tolles passiert. Wie im ersten Part ist schon wieder die Aufnahme abgeschmiert. Was bedeutet, das ist schon wieder die zweite Runde. Und ich kann gleich sagen, es lief besser als jetzt. Oh Gott, ey. Langsam, das Spiel ist ganz cool. Leider habe ich nur, ich habe im letzten Part auch angemerkt, ich habe ein bisschen jetzt die Kombos gelernt. Leider ist mein Problem, dass ich die immer noch nicht gut drauf kann und das Spiel von der Steuerung doch dann echt scheiße schwer für mich ist. Besonders, weil ich manchmal nicht mal einen Hit lande und es ist sehr nervig. Ja. Boah. Ach, lass mich noch mal in die Kombos gucken. Ja, also es ist halt echt. Es ist. Für mich ist das, glaube ich, echt kein Spiel zum Let's Playen. Nee, für mich ist das echt kein Spiel zum Let's Playen, glaube ich. Weil ich kann diese Steuerung von dem Spiel nicht so gut, nicht mal ansatzweise. Und ich krieg durchgehend nur aufs Maul. Ach Gott, ey. Wer Bock hat, kann sich das gern angucken. Doch, ich verspreche gar nichts. Und ich glaube, ich... Boah, ich komme auch mit den Kombos so in der Schnelligkeit überhaupt nicht klar. Boah. So, und ich habe schon wieder keinen Timer gestellt. Super. Boah, also, ob das Let's Play so flawless verlaufen wird, glaube ich überhaupt nicht. Boah. Boah, der kriegt mich auch immer wieder damit. Und ich kann nichts machen. Ich kann. Voll in die Fresse. Boah, ich komme mit der Steuerung nicht klar. Weil ich immer, weil ich halt, die Kombos sind halt ein bisschen auf, sind ja auf den Stick basiert. Und das ist für mich halt echt ein Problem, weil ich damit nicht klarkomme. Danke dir und gute Nacht. Ich habe schon überlegt, ob ich jetzt nur mit der Dings spiele, mit der... erstmal schnell, ob ich nur mit der Dings spiele, mit der mit den Pfeiltasten, so, weil ich glaube, das ist für mich ein bisschen einfacher, weil ich habe echt das Problem, dass ich teilweise echt nicht klarkomme. Wir kriegen dich wieder hin. Boah, es donnert und regnet. Ich habe eigentlich ganz gut, dass ich so neu starte. Da mit dem Regen. Es hat geregnet, ja, gedonnert. Und da hatte ich das Problem, dass... Ja, Katzen. Boah. Sonja, das ist nicht er. Major Blade. Sergeant, was gibt's? Ist das der Lift? Ja, der Lift. Santo enthält die Seelen all meiner Vorfahren. Sie leiten mich. Könnten die sich vielleicht mal beeilen? Anataka Hidakimasu. Hoch geht's! Zurück, jetzt!
Los! Ihr bleibt hier. Schließt die Tür. Jetzt siehst du es, Raiden. Dein Vermächtnis. Du vergiftest ihre Herzen mit Hoffnung. Und was bietest du? Dasselbe wie schon vor Jahrtausenden, als du andere Götterälteste betrogst und das Erdenreich angriffst? Wir hielten dich auf, verbannten dich ins Unterreich. Wir werden es wieder tun. Entferne den Schatten vom Licht und der Schatten wächst. Das Vermächtnis des Lebens ist tot, Raiden. Meine Anhänger akzeptieren es und leben weiter. Sie kämpfen für mich. Das werde ich. Und das Erdenreich wird die Wahrheit erfahren über den Tod. Oh, sorry, Ma'am. Hab sie nicht gesehen. Kläglicher Wurm! Unbedeutendes Stück erbärmlichen Abschaums! Du wagst es? Es ist mein! Bereit? Wie immer. Sie wird sich mir als Erste anschließen. Nein! Ich weiß nicht, was gerade passiert ist. Aber eins weiß ich genau. Denk nicht mal dran, ihr weh zu tun. Oh mein Gott. Das ist der Kampf, den ich, glaube ich, oh Gott, ey. Für den habe ich... Da macht er nichts. Ich habe für diesen Kampf, glaube ich,
Jetzt, fast. Da wirft er einfach ein Ding nach mir. Ich habe für diesen Kampf, bis ich den geschafft habe, glaube ich, ich muss wieder in die Kombos gucken, weil sonst wird das nix. Alter! Boah, ich komme mit den Kombos nicht klar, weil ich kann das mit den Tasten nicht, mit den fucking... Ich kann nichts machen! Der drückt mich so kacke in die Ecke. Weil ich mit den ja, ich bin tot. Super. Ich komme mit den Kombos nicht klar, wie ihn werden kann. Denk nicht mal dran, ihr weh zu tun. Boah. Ich sehe schon, komm, ich hab's durchgespielt, Let's Play-mäßig, und dann wird das Spiel bei mir in der Ecke vergammeln. Wahrscheinlich werde ich dann auch deinstallieren wegen dem Speicherplatz. Boah. Ob das was wird. Auf der Annahme dauert ja jetzt, glaube ich, knapp 12 Minuten. Okay. Boah, ich schwör's, der wird's noch schaffen, mich jetzt in den letzten Sekunden. Was war denn das gerade? Ich schwör's, der wird mich jetzt noch platt machen. Hoffentlich hat einer ein Foto gemacht. Ja, ich hoffe nicht. Ha! Boah. Also, boah, Johnny Cage ist auch so ein Charakter, ich mag den überhaupt nicht. Ich glaube, das habe ich schon mal erwähnt. Ich habe doch geblockt. Ja, ich glaube, das war ein Breaker, oder? Boah, ich versuche halt immer mal wieder die Kombos ein bisschen auszuführen. Bloß habe ich das Problem, dass das bei mir, glaube ich, echt nichts wird. Und wir haben gewonnen. Ein Glück. Oh Gott, ich hab schon keinen Bock mehr. Und ich weiß, was als nächstes jetzt kommt. Bist du ein gefallener Gott. Johnny Cage, das Amulett! Nein! Nein! Viel Spaß da drin, Opa. Sonja? Johnny, haben wir? Ja, haben wir. Bleibt hier. Die Fähigkeiten der Kammer werden Sonja Blade rasch heilen. Quan Chi und die anderen sind fort. Ein gewaltiger Kraftanstieg hat meine Sinne überwältigt. Wir kümmern uns später um Quan Chi. Wir haben heute einen größeren Preis errungen. Shinnoks Amulett. Und darin? Die Fischfresse persönlich. Bringen wir das Amulett zu den Götterältesten. Sie können es nicht zerstören. Keiner kann das. Vielleicht bieten sie uns Rat. Shinnok darf nie entkommen. Der Krieg ist nicht vorbei. Quan Chi ist entkommen. Warum lächelst du? Sie sagte Johnny. Raiden meinte, ich sei Nachfahre einer Kriegersekte aus dem Mittelmeerraum. Geboren als Krieger für die Götter. Hab's nie wieder geschafft, diese grüne Aura zu beschwören. Raiden denkt, es wurde vom nahen Tod einer geliebten Person ausgelöst. Was ist mit dir, Cassie? Kannst du sowas beschwören oder wurde eine Generation übersprungen? Lass gut sein, Jin. Wir brauchten keine Auren in Darfur.
Im Iran oder Kurdistan. Oder Jackie? Nein, brauchten wir nicht. Haben dich die Shaolin Jedi hingeschickt, Jin? Ich habe genug Action gesehen. Takeda hat das auch. Zeug, das euch SE-Typen schockieren würde. Ganz ruhig. Ihr seid alle hier, weil ihr es verdient. Ihr seid einzigartige Schneeflocken. Also, euch ist es vielleicht nicht bewusst. Ich habe keine Glückwunschkarten gekriegt. Heute ist unser Team seit 6 Wochen zusammen. Minister Blake meint, er ist sehr zufrieden mit uns. Man könnte ihm auf den Kopf spucken und er wäre sehr zufrieden mit uns. Aber er hat Mr. Cage das Team zusammenstellen lassen. Bin froh, dass mich die Shirai Ryu ausgewählt haben. Neue Orte, neue Gesichter. Wie der Minister angemerkt hat, werden wir Alten irgendwann in Rente gehen. Also ist es Zeit, dass die neue Generation antritt. Shaolin, Shirai Ryu, SE, gemeinsam. Die erste Mission eures Teams führt euch in den Lin Kuei-Tempel. Wir haben schon lange nichts vom Großmeister gehört. Ihr stellt sicher, dass er noch auf unserer Seite ist und uns den Rücken frei hält, wenn die Lage mit der Außenwelt kritisch wird. Ihr müsst ihn mitnehmen. Wundert euch aber nicht, wenn Sub-Zero sich nicht kooperativ zeigt. Warum die Sorgen wegen der Außenwelt? Dachte Kotal Kahn hält die Verträge von Reiko ein. Tut er. Aber da herrscht Bürgerkrieg. Wenn die Rebellen gewinnen, sind die Verträge Geschichte. Imperator, wie sagt man gleich? Nicht den Dreck unter meinen Schuhen wehrt. Kotal Kahn hat ja stets faire Angebote gemacht, Kano. Sicher, sicher. Ich sag ja nur, aufgerüstete Waffen, meine Infos und puff, der lange Bürgerkrieg der Außenwelt, vorbei. Wäre doch nett, sich mal zu entspannen, oder? Du weißt, wo Melina steckt. Und ihre ganze Armee? Dafür kriege ich doch mindestens 50. Ich muss angreifen. Sofort. Den Konflikt beenden. Wie du sagst, er zerfrisst uns. Klar. Sind wir im Geschäft? Was ist los, Devorah? Der Imperator muss sich nicht sorgen. Es gab einen Unfall. Diese hier wird das regeln. Macht Platz für Kotal Kahn! Bewegung! Die Takatana sind in Position. Wir erwarten den Befehl. Selbstverständlich, liebste Tanya. Eine Kutsche aufzuhalten ist nichts. Einen Imperator zu töten... Falschen Imperator! Erfordert Macht. Macht, die du hast, Melina. Und nicht nutzt. Es schmerzt mich, sie zu nutzen, Rain. Ich brauche mehr Zeit. Der Einfall der Thronräuber kam zu früh. Der Regen fällt, wann er will. Egal. Solange Kano tut, wofür ich ihn bezahle. Jetzt! Los! Schon wieder ein Quicktime-Event. Super.
Was? Nein, fuck. Nein, oh Gott, ey. Ist das dein Ernst? Beleidigend, Kano. Dein Hilfsangebot war nicht mehr als heiße Luft? Halt deine 50 Millionen! Melina zahlt mir das Doppelte für deinen Tod. So, damit würde ich mal sagen, das war's für die zweite Folge. Denn ich werde hier auch noch was rauskriegen, also wird die wahrscheinlich dann nicht so lang sein. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht, ein bisschen zu sehen, wie ich aufs Maul bekomme. Ich werde es auf jeden Fall durchziehen, also die Türme, die Story und das Spiel. Es macht Spaß, aber ich habe echt so teilweise Probleme mit den Kombos. Und jetzt werde ich natürlich mit einem anderen Charakter reingeschmissen, wo ich wieder alles neu lernen muss. Also, ich würde mal sagen, ich habe ganz halt was zu trinken vor meinem Mund, was doof ist, weil ich die Aufnahme noch beenden muss. Dann würde ich mal sagen, bis zum nächsten Mal.